Einen wunderschönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp Tutorial. Ja, wie schon in der letzten Folge angekündigt, werden wir heute unser erstes kleines Spiel programmieren. Ja, wir werden das in mehrere Teile auf jeden Fall aufgliedern. Also, wir werden heute auf jeden Fall mal ein Rechteck zeichnen, also unser Spielfeld mehr oder weniger. Und im Laufe der nächsten paar Folgen das Ganze verbessern und erweitern und dann irgendwann unseren Spielcharakter einfügen und etwas diesen etwas tun lassen. Also wir fangen einmal an. Als erstes wollen wir logischerweise die Konsolenfenstergröße auf irgendwas Sinnvolles setzen. Ich mache kurz das Konsole.readline, wie immer. Diese Größe ist, ja Moment, ich muss nur kurz so ist die Standardgröße, die ist ja nicht ganz optimal für ein Spiel, also wir setzen es einfach mal set window size auf 50x50 und dasselbe mit der buffer size. Dann haben wir mal ein ungefähr angemessenes Fenster. Das nächste, was man am besten... Na, das zeige ich euch erst nachher. Dann versteht ihr nämlich auch, warum man das macht. Gut, es geht jetzt mal weiter mit unserem Spielfeld. Dazu müssen wir ein neues Thema mehr oder weniger anfangen, nämlich die Arrays. Also ein Array ist grundsätzlich einfach eine Kollektion von Dingen, von irgendwelchen Objekten, also eine, man kann nicht sagen eine Liste, weil zu einer Liste könnte man was hinzufügen, aber ein Array hat eine fixe Größe, die kann nicht verändert werden, also man kann auch nichts hinzufügen. Man kann nur Dinge reinspeichern, eben auf diese fixe Größe, und sie dann wieder abrufen. Einen Array initialisiert man, indem man zum Beispiel jetzt, wir wollen einen Int-Array machen, einen Integer-Array. Und den nennen wir einfach mal Field für Feld. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen ein ist gleich New Integer-Array und dann die Länge. Oder wir deklarieren es, indem wir eine geschwungene Klammer machen und dort unsere Werte reinschreiben. Ja, wenn wir jetzt da unsere Werte haben, wir hätten jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Werte, dann können wir auf die zugreifen, indem wir zum Beispiel Field 3 machen. Dann würden wir auf das 0, 1, 2, dritte Element zugreifen. Und ihr seht, ich habe bei 0 angefangen zu zählen, weil das in der Programmierung in 99% der Fälle so ist, dass man bei 0 anfängt. Also das dritte Element wäre nicht dieser 5er, sondern dieser 7er. Also wenn wir jetzt F5 drücken, um es auszuführen, sehen wir hier den 7er, der angezeigt wird. Wenn wir jetzt das siebte Element zum Beispiel, oder das achte Element eigentlich, möchten. Diese Array hat ja nur 6 Elemente. Ja, das heißt, das siebte reicht auch schon. Wenn wir das siebte haben möchten, dann wird eine Exception kommen, eine Fehlermeldung, nämlich die Index Out of Range Exception. Ja, das ist schlecht, weil das hindert das Programm ganz schön am Laufen. Das heißt, man sollte immer aufpassen, dass diese Indizes heißen die Einzahl des Index, immer im Bereich des Arrays sind. Gut, aber zurück zu unserem Spielchen. Wir wollen nicht einen eindimensionalen Array, sondern einen mehrdimensionalen. Und zwar, also den initialisiert man, indem man hier nicht einfach nur int und diese eckigen Klammern hinschreibt, sondern int und eckige Klammern mit einem Beistrich drinnen. Das wäre ein zweidimensionaler Array. Wenn wir einen dreidimensionalen möchten,
Dann machen wir 2 Beistriche, bei einem vierdimensionalen 3 Beistriche und so weiter. Also wir wollen einen zweidimensionalen, damit wir unser Feld mappen können sozusagen. Und wir schreiben jetzt was in den Array hinein. Dazu mache ich jetzt einmal kurz Paint auf und zeige euch das mal. Also wir hätten hier unser Spielfeld und wir werden jetzt verschiedene Spielobjekte mit verschiedenen Nummern initialisieren. Das heißt, wir sagen zum Beispiel 1 wäre eine Wand und 0 wäre nichts. 0. So. Das sind einmal die einzigen zwei Zahlen, die wir momentan noch haben. Also wir machen hier am Rand von unserem Array 1, 1, 1, 1, Punkt, 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 Punkt. Da hinten auch 1, da auch 1, da auch 1 und der Rest ist 0, 0, 0, 0, 0, 0 und so weiter. Also in der Mitte sind lauter Nuller, wo wir uns sozusagen frei bewegen können. Und am Rand sind 1. Wenn wir jetzt sagen zum Beispiel, wir machen ein zweites Objekt, das ist 2, das wäre zum Beispiel dann ein Baum oder so. Dann würden wir hier eine 2 einfügen und hier würde im Endeffekt ein Baum stehen. Das ist das Praktische dran. Man muss einfach, damit man neue Objekte einfügt, nur eine Zahl verändern. Gut, dann werden wir das mal programmiertechnisch umsetzen. Einen mehrdimensionalen Array kann man auch wieder initialisieren, indem man new int mit dem, also und die Masse, also in unserem Fall wären das einfach mal 10 mal 10. Oder was wir jetzt machen werden, also das werden wir später noch brauchen, aber was wir jetzt momentan machen, ist folgendes. Wir machen dasselbe wie vorher, dieselbe Darstellung, nur dass das eben mehrdimensional ist. Das bedeutet, wir schreiben da jetzt einmal 10 Zahlen hinein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und darunter das bedeutet, wenn wir das jetzt so betrachten, dann sehen wir schon unser Spielfeld, mehr oder weniger. Also das wäre jetzt die erste Zeile, also das da. Das wäre die zweite Zeile, also das da. Und das müssten wir jetzt 10-mal machen. Ich habe das jetzt da schon vorher geschrieben. Ich kopiere mir das jetzt einfach mal rein, weil ich zu faul bin, das nochmal zu schreiben. Also im Endeffekt schaut es dann so aus, dass am Rand 1er sind und in der Mitte 0er. Gut, damit haben wir jetzt unseren Integer Array deklariert und zugewiesen. Und jetzt wollen wir diesen Integer Array ja auch irgendwie anzeigen. Wie wir im vorletzten Teil, glaube ich, gelernt haben, oder im letzten Teil, oder, nein, das war der vorletzte Teil, gibt es eine Vorschleife und genau die werden wir heute brauchen. Also nur mal zur grundsätzlichen Idee, zur Veranschaulichung sozusagen. Wir wollen jetzt unser Spielbrett zeichnen. Ich lasse das Visual Studio noch etwas im Hintergrund. Wir wollen das Spielbrett zeichnen. Das bedeutet, wir müssen jede Zahl anschauen. Also wir haben jetzt da unser Spielbrett. Wir wollen jetzt für eine Wand eine Raute und für nichts einfach gar nichts, also ein Leerzeichen hinzeichnen sozusagen. Das bedeutet, wir schauen. Die ganz linke oberste Position, es ist grundsätzlich egal, wo wir anfangen, wir könnten auch da anfangen oder da oder da. Eigentlich könnten wir auch in der Mitte anfangen, aber das wäre ziemlich umständlich. Also am leichtesten ist es, man fängt bei 0, 0 an. Das wäre diese Zahl hier, dieser 1er. Moment, kann man da Farbe weg abbrechen? Farbe wechseln. Jo, machen wir mal rot. Also das wäre unsere erste Zahl. Und wir schauen jetzt, was ist diese erste Zahl? Wenn diese erste Zahl ein 1er ist, dann mach eine Raute hin. Das stimmt in diesem Fall, wir machen eine Raute hin. Gut, passt, wir schauen die nächste Zahl an.
Ist das ein Einser? Wenn ja, mal noch eine Raute hin. In dieselbe Zeile. Gut, dann gehen wir das Ganze durch. Bla bla bla, bis da. Da steht dann wieder eine Raute. Also. Punkt, 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 Punkt. Und dann schauen wir die nächste Zeile an. Ist da, da steht ein Einser, das heißt, also wir machen dann ein, am Ende der Zeile ein Konsole.WriteLine, damit wir in die nächste Zeile springen. Dann schauen wir diese erste Zahl der zweiten Reihe an. Ist das ein Einser? Ja, wir schreiben wieder eine Raute hin. Und dann wird spannend. Wir schauen die nächste Zahl an. Ist das ein Einser? Nein. Ist es ein Nuller? Ja, wir schreiben nichts hin. Also gar nichts. Dann nix, 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 nix. Und dann schauen wir wieder die letzte Zahl an. Es ist wieder eine Raute. Wieder Konsole.WriteLine, dass wir in die nächste Zeile kommen und wir können wieder weitermachen. Gut, jetzt setzen wir das Ganze wieder programmiertechnisch um. Also als erstes brauchen wir mal eine Vorschleife. Int x ist gleich 0. X ist kleiner als, und jetzt wollen wir die Länge dieses Arrays bekommen. Normalerweise bekommt man die Länge eines Arrays mit ArrayName.length, also in dem Fall wäre das Field.length. Das geht auch, aber das gibt, ich denke, in dem Fall gibt es dann die Höhe mal der Breite sozusagen aus, damit wir nur die Länge in diese Richtung bekommen, weil die wollen wir ja haben. Müssen wir field.getLength und die Dimension. Das ist in diesem Fall die nullte Dimension. Ja, x++. Gut. Jetzt haben wir mal den Code, dass wir der Reihe nach von da, von dieser 0, von dieser 0,0 Position bis zur 0,9 Position durchgehen. Jetzt wollen wir aber, dass wir das jedes Mal machen, also das Ganze 10 Mal hintereinander machen sozusagen. Dazu machen wir in dieser Vorschleife noch eine Vorschleife. Mit fast demselben Code, nur dass in diesem Fall getLength 1 ist. Y plus plus. Ja. So. Das bedeutet, nein, in diesem Fall ist es eigentlich sollte ich das umtauschen. Gut. Das bedeutet, er beginnt diese Vorschleife, y ist 0, er geht in die Vorschleife hinein. Er beginnt diese zweite Vorschleife, x ist auch 0. Das heißt, wir haben jetzt y und x auf 0. Das wäre diese Position. Dann wird der Code, was dann später da steht, ausgeführt. Er kommt ans Ende von der Schleife, schaut, ist diese Bedingung immer noch richtig, also true? Ja, ist sie, weil wir sind erst bei der zweiten Position, und führt den Code noch einmal aus. Das Ganze 10 Mal, bis er dort hinten ist bei der 9. Position. Dann schaut er, ist diese Bedingung noch immer true? Nein, weil x ist in diesem Fall dann gleich field.getLength 0. Also das wäre dann ja diese Position. Deswegen kommt er da ans Ende der Vorschleife. Da hinten kommt dann Konsole.WriteLine, um in die nächste Zeile zu springen. Und er fängt wieder mit der nächsten. Also es wird wieder y um 1 inkrementiert und wir springen in die nächste Zeile. Das Ganze wird nochmal von vorn ausgeführt. Gut. In dieser verschachtelten Vorschleife drinnen kommt jetzt unser Code zum Rendern, unter Anführungszeichen. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir schauen. If field xy, also man schreibt dann eben diese Koordinatendarstellung sozusagen, also die x-Koordinate / die y-Koordinate. Ist gleich, ist gleich. 1 oder 0, fangen wir mit 0 an. Dann Konsole.write. Nichts, eine Leerzeile. Eine Leertaste. Dann machen wir else if field xy ist gleich 1.
und dann zeichnen wir eine Raute. Gut, das ist jetzt ziemlich kompakt, mehr oder weniger. Wenn man jetzt sagen würde, wenn die Zahl 2 ist, dann zeichne einen Punkt. Dann kopiere ich mir das einfach und füge hier einen Punkt ein. Ich mache die Zahl hier zu 2 und füge einen Punkt ein. Das ist sehr leicht erweiterbar. Es geht aber sogar noch leichter zu erweitern, indem man einfach ein neues Statement einfügt, beziehungsweise ein anderes Statement. Und das heißt Switch. Switch Field XY. Ein Switch macht nichts anderes als das da oben, nur kompakter und übersichtlicher. Also man muss nicht so viel schreiben und man muss nicht immer diese Vergleiche machen und so. Also man kann einfach, man schreibt dann hier Switch, dann einen Schalterblock, also so wie beim If. Also man schreibt in den Klammern vom Switch die Variable, die man switchen möchte. In diesem Fall ist das Field XY, also dann halt eine dieser Zahlen. Und wir schreiben Case, also im Fall, dass, also im Falle 0. Und hier kommt unser Code rein. Also man schreibt Case 0 zum Beispiel, dann einen Doppelpunkt und den Code, der ausgeführt werden soll, wenn dieser Fall eintritt, und dann Break. Das ist der einzige Fall ungefähr, wo man Break verwenden sollte oder muss. Weil wenn man das nicht schreibt, dann kommt ein Fehler. Nämlich das Steuerelement kann nicht von einer Case-Bezeichnung Case 0 zur nächsten fortfahren. Das heißt, wir müssen da einen Break machen und hinter, also dann schreiben wir da unseren Code rein, diesen Konsole.write. Und dahinter kommt die nächste Anweisung, nämlich Case 1. Break. Wir könnten jetzt noch einbauen, wenn nichts dieser Fälle eintritt, also sozusagen das Gegenstück zum else, dann zeichne ein Rufzeichen als Warnung sozusagen, dass dieses Element noch nicht implementiert wurde. Das heißt, wir machen jetzt Default. Das ist ein Schlüsselwort, der nur für den Switch Block sozusagen gilt. Das heißt, Default ist einfach, wenn keiner dieser oberen Fälle stimmt. Dann Konsole.write Rufzeichen. Gut, wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir schon, dass unser Feld makellos gezeichnet wird. Also alles, was da hier in diesem Array jetzt eine 1 ist, ist da eine Raute, und alles, was da eine 0 ist, ist da nichts. Gut, dann schaut das noch etwas unquadratisch aus. Es sollte eigentlich ein Quadrat sein. Deswegen machen wir jetzt das, was ich vorher gesagt habe. Wir drücken auf dieses Symbol hier oben, mit links oder rechts, ist egal, und gehen auf Eigenschaften. Dann gibt es hier oben Schriftart und die stellen wir auf 8x8, die Größe. Dann sehen wir unser Fenster, genauso wie unser Spielfeld, sind jetzt quadratisch. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel irgendwo einen Zweier hinschreiben, dann wird es vom Switch nicht erkannt, weil es ja keinen Case-Zweig gibt. Dann springt er in den Default-Zweig und macht ein Rufzeichen dorthin. Wir können da auch irgendeine Zahl hinschreiben, also was wir wollen, 9999, schreibt ein Rufzeichen hin. Ja, was wir auch noch machen können zu Schönheitszwecken ist Konsole.cursor visible is false. Dann sehen wir diesen blinkenden Cursor da unten nicht und wir haben unser Spielfeld. Gut. Jetzt haben wir natürlich einen schönen Integer Array, wo wir unser Level reinspeichern, aber es gibt noch eine Problematik damit. Wenn wir jetzt verschiedene Level machen wollten, dann müssten wir für jedes Level einen anderen Array machen oder jedes Mal das Ganze umschreiben. Also wenn wir jetzt wollen, dass da eine Wand ist, dann müssten wir jedes Mal da reingehen und
da diese 1 hinschreiben, damit das dann da auch wirklich im Spielfeld ist. Und mir fällt gerade auf, dass das Ganze, da müsste man Y und X vertauschen. Jetzt funktioniert. Da müsste man immer das Ganze umschreiben. Und deswegen werden wir das dann später so verändern, dass das Ganze in einer Datei geschrieben wird oder in mehrere Dateien und dass diese Datei dieses Level geladen wird. Ja, das Ganze erkläre ich euch dann in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß beim Programmieren und auf Wiedersehen.